Gute Neuigkeiten für Reisende aus Pirna und Umgebung. Nach Jahren des politischen und juristischen Tauziehens ist es endlich geschafft. Die Regionalbahnlinie zwischen Pirna und Neustadt kann nun zu Fuß überquert werden. Umsteigende Fahrgäste können so deutlich schneller zwischen Bahnhof und Bushaltestelle pendeln. Möglich macht das ein kleiner, aber durchaus bedeutsamer Gleisübergang. Natürlich ist man erleichtert, nach den vielen, vielen Jahren des Arbeitens letztendlich, des immer wieder Anschiebens des Themas, des Problemlösens auf dem Weg, wenn es dann geschafft ist. Das gilt für jedes Projekt, gilt aber insbesondere natürlich auch hierfür das Mobilitätsherz von Pirna. Genau genommen ist der neue Bahnübergang nur wenige Meter lang. Im Vergleich zu den Zügen, die ihn passieren, wirkt er fast ein wenig unscheinbar. Den Passanten jedoch erspart er einen hunderte Meter langen Umweg. Den galt es bislang zurückzulegen, wollte man von Pirna aus die Region erkunden. Bahn und Bus aus einem Guss und es müssen kurze Wege sein zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. Wir haben hier die Fahrradstellplätze, wir haben den Busbahnhof, wir haben hier den Bahnhof Park und Reit. Es muss alles möglichst auf kurzen, optimalen Wegen, auch barrierefrei miteinander verknüpft werden. Und das hatten wir hier an dieser Stelle noch nicht. Die Realisierung des Bauvorhabens hat eine lange Geschichte. Bereits die Planungen des ZOB im Jahr 2007 sahen einen entsprechenden Übergang vor. Die Besonderheit hier in Pirna ist, dass eigentlich gar keine Bahnübergänge mehr genehmigt werden in Deutschland, weil sie natürlich immer eine Gefährdung zwischen Verkehrsteilnehmern darstellen. Umso fröhlicher, umso glücklicher sind wir, dass es hier gelungen ist, auch mit dem Eisenbahnbundesamt eine Lösung zu finden, die es uns eben doch ermöglicht hat, direkt diese beiden Streckengleise zu überqueren und das mit dem Bahnübergang, der über die Signale gesteuert wird, damit es für die Fahrgäste auch sicher ist, wenn sie die Schienenwege kreuzen. 1,2 Millionen Euro hat der neue Schrankenübergang gekostet. Für die Errichtung des Bauwerks muss die Stadt Pirna jedoch keine Kosten tragen. Den Eigenanteil der Kommune decken Fördermittel vom Freistaat Sachsen und dem Verkehrsverbund Oberelbe. Mit Blick in die Zukunft wünscht Pirnas Baubürgermeister dem Standort weitere Modernisierungsmaßnahmen. Insgesamt, denke ich, sollte der Bereich hier Bahnhof ZOB so ein Stück weit auch lebendiger werden. Ich denke, der Bahnhof selber bietet dafür auch noch räumliche Möglichkeiten und Chancen. Und ich denke, diese Anbindung, diese bessere Anbindung an die Stadt ist ein weiterer Schritt. Und in den nächsten Jahren wird hoffentlich hier mehr Leben einziehen. Vielleicht noch ein paar Läden hier in Pirna, gastronomische Angebote, um einfach ein schönes erstes Bild von Pirna am Bahnhof auch den Gästen zu präsentieren. Und das würde sicherlich auch die rund 8.500 Passanten, die hier täglich ein- und aussteigen, freuen.